Servus Leute, heute melden wir uns zurück aus unserem verschneiten Basislager-Dings und dabei ist mir wieder das magische Trio, das heißt der Chris. Ja Kinder, so sieht's aus. Der Molly. Hallo. Und ich natürlich. Wie ihr sehen könnt, es ist MW2. Die Klasse von mir spielt das Gameplay, die Klasse ist ACR Rotpunkt, Fingerfertigkeit, Feuerkraft und Ninja. Ja, Ninja ist das dritte Perk doch. Ja genau. Ja, lass raus. Ja, egal. Nee, ich glaube Plünderer. Keine Ahnung, ist auch egal. Das dritte Perk kann nicht Plünderer sein, du Mango. Nein, Plünderer, Feuerkraft, Ninja. So, jetzt hab ich's. Ist doch egal. Kein ja. Schwein guckt sich das Gameplay an. Alle hören nur zu, ey. Ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Ja, die Killstreaks sind 5, 7, 9. Also Leute, hier schwarzer Bildschirm heute für euch, ja? Nein. Nein, natürlich nicht. Ja, wir haben uns mal wieder vorbereitet. Naja, eigentlich eher weniger, aber wir haben ein Thema mitgebracht. Und das Thema soll für heute lauten: Games, die wir so gezockt haben im Laufe unserer Zockerkarriere. Wenn man das so. Alter, was will denn meine Mutter unten, ey? Chill, Mama! Hause weg! Ohne Witz, ey, mach mal Halbmast hier, ey! Ja, kann weitergehen. Ja, gut. Chris. Da kannst du ja mal was zu den Games erzählen, was hast du denn so gezockt? Ja, anscheinend gar nichts, ey, wenn man unter mich immer runterschreit. Also wir erzählen jetzt ein bisschen so über Games allgemein, also nicht so jetzt über Shooter-Games, sondern über... Nee, Games, generell also so Spiele, so, auch so Gameboy-Krams und so. Über unsere Pass auf, Spiele. Da habe ich gerade zufällig mein... Hört ihr das? Moment. It's Mario. Oh, fail. Den Sound kennt ihr doch alle, ey, ihr Suchtis, ihr wisst doch, was los ist. Ah, schön, das... Das war noch was, ey. Oh, geil. Das war noch, das, schön, das ja, waren noch Spiele. Da, hat, hatte, man, da hat man sich also, nicht aufgeregt über FMG 9 Akimbo. Oh. Ja, und ich war so, letztens hatte Chris was gesagt, war echt schockiert. Ja, er hat mir fast eine gegeben, ey. Ich dachte, ich hab schon gedacht, ey. Also ich konnte es echt nicht glauben. Er hat früher kein Pokémon gespielt. Oh ja, ich hab geweint. Stundenlang musste ich weinen, das tut mir so leid. Gesagt hat. Ist das, es gibt's doch nicht. Ja, weil kann man denn kein Pokémon spielen? Das ist das geilste Spiel der Welt. Ich hatte zwar einen Gameboy, aber ich hatte leider kein Pokémon, ich hatte DuckTales und sowas. Ja, das ist ja. Das stinkt ja total ab im Vergleich. Also Pokémon ist ja wohl die absolute Übergrenze. Also von allen Spielen, heute noch Pokémon. Pokémon ist ganz weit oben hier. Die alten Editionen auf dem Gameboy Advance SP. Hier Smaragd, Feuerrot, wenn dann auf Saphir. Dem Gameboy Color, ja. Also wenn du schon, dann richtig. Ja. Nein, den hatte ich nicht. Den allerersten Gameboy, der dicke graue, der war nice. Hier. Die gelbe Edition durchgezockt, ey. Oh. Das war nice. Er ist vom Real Life abgemeldet. Im Kindergarten. So, oh. Oh, ja, ich kann die nächsten. Nee, ja, tut mir leid, ich kann jetzt nicht kommen in den Kindergarten, weil die neue Pokémon-Edition kommt morgen raus. Die muss ich erstmal durchzocken und ein paar Gameplays aufnehmen. Gameplays. Ja. Ja, Pokémon, das war so ganz früher, ja. War früher in Pausen, schön mit Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh-Karten gehandelt. Ganz ja, genau. Ja. Am Anfang gab es ja nur Spiele und dann auf einmal kamen ja auch immer dann noch so die Karten dazu, ey. Als erstes gab es ja die Pokémon-Karten, ey, was da immer los war im Schulhof. Da gab es immer so Kings. Da gab es Schlägerei, ey. Guck, wenn wir dann noch so in der ersten waren. Ich hatte die beste Yu-Gi-Oh!-Karte auf der ganzen Schule, ich hatte geflügeltes Kuribo oder so. Oh, das ist voll low, ey. Hallo? Das ist mega Stufe, low, was laberst du? Das gab, glaube ich, verschiedene Stufen und ich hatte, glaube ich, die höchste Schule Stufe oder so. Denn, auf deiner, du Mongo. Ja, das glaube ich eher nicht, ey. Ja. Du hast immer so Nubi-Karten. Ah, darauf wollte ich ja jetzt gar nicht hinaus. Voll. Ja. Hast du gefälscht gehabt? Hast du so ein Bild von dir auf so eine Pokémon-Karte wahrscheinlich draufgeklebt? Ich hatte eindeutig mit so einem Mongoliten-Gesicht wahrscheinlich, ey. Voll das. Nee, aber dann so mit den PCs, da kam dann so FIFA 2002 und sowas. Und 2004, das war richtig FIFA geil irgendwie. Zack, hallo, FIFA 2000 für einen PC, was ist? Das war nice. Ja, und dann so die ganz frühen, ey, die waren richtig geil, die waren sogar noch für den PC geil. Ja. Aber jetzt, die sind alle noch für die Playstation und so. Und, ja, da habe ich mich noch gefreut, wenn ich nach Hause komme mit meiner 52 MB Grafikkarte, Sindbad und...
Leider, ja doch, Sindbad und irgendwelche Zauberwunder, was auch immer. Das war ja voll die Araberprinzen da am Start, ey. Es war, glaube ich, 2, das war noch nicht mal 3D, glaube ich. Aber es war mega geil. Es hat richtig Spaß gemacht. Das war jetzt ein Porno, ey. Sindbad, scheiße, wie heißt Sindbad und was weiß ich was, ey. Die tausend Jungen, ne, das ist was anderes. Das ist Aladdin. Ja, auf jeden Fall dann, wenn man, als man dann so entdeckt hat, dass man so ja auch so online spielen kann mit der Zeit, ja. Da kam für mich, dann wurden die MMORPGs ganz groß. Ja. Oh, ja. Oh. Oh. Ewig lang RuneScape gespielt. Och Gott. Das sollte man eigentlich kennen. Auch wenn es jetzt so im Nachhinein betrachtet vielleicht das größte Noob-Game ist, was so die ganze Welt jemals erfunden wurde. Aber wobei, dafür, dass man es nur im Browser spielen kann, finde ich, hat die Qualität jetzt doch schon gemausert. Hat, ey, das war noch so geil. Gemausert, hallo? Wir haben so angefangen damit und dann hat es auf einmal die ganze Klasse gespielt und dann der ganze Jahrgang, also 5., 6. war ja, das. Ja, stimmt. Und dann so, immer ja, wenn es hieß, ja, können wir in den Computerraum, ja, okay, wir gehen in den Computerraum, haben alle immer RuneScape gezockt. Sogar noch so ein paar Mädchen, ey, hatten auch alle richtig Bock drauf, ey. Ja, so eine Lehrerin von uns wollte sich, haben wir so, ja, machen Sie sich doch auch mal einen Account, ist doch voll lustig und so. Ja, da voll haben wir dir so gesagt, dass man da so viel lernt und so. Und dann hat es ja uns das, glaube ich, auch noch geglaubt, ey. Das war richtig nice. Und dann sind wir jeden Tag zweimal in den Computerraum gegangen, ey. Oh, das war geil. Mm. Ja. Mein erstes MMORPG war Silk Road. Größtes Botter-Game. Ich will nicht so, ich will schon überreden. Danach kam Fliff. Oh, Fliff, oh. Oder Fly, wie es man nennt. Ja, stimmt. Das heißt eigentlich, oh, das haben wir auch gezockt, ey. Richtig geil, ey. Anfangs, ich war nie gut. Ich war immer so sau der lowe Bob, gell. Und dann war ich so mit Molly so im Skype so anfangs. Nein, anfangs haben wir nur so geschrieben. Ja. So, ah, hier, komm mal da. Ich liebe dich. Und so. Und dann plötzlich bin ich ja so voll abgegangen, weil der Molly mir dann hier seine geheimen Tipps und Kniffe verraten hat und so, ey. Ihr müsst wissen, der Molly ist in so MMORPGs. Da hat es 2 Tage und ist ja schon der Überking, ey. Ja. Nicht. Hallo? Molly lügt nicht. Du hast da die Sachen gewusst, ey, davon habe ich nur träumen gekonnt als junger Buh. Ich sag keine MMORPGs mehr. Nee. Ich weiß nicht. Ja, und dann kam halt einfach so die Wanderung zu Shootern. Und ich denke, mit Shootern können wir uns hier auch verabschieden, weil das Gameplay zu Ende ist. Stopp! Was? Ich wollte noch Minecraft erwähnen. Was laberst du, Mann? Egal, wir klatschen noch eins ran. Erzähl weiter. Also, genau. Und dann so anfangen. Oh, Mama. Sommer was? Vor 2 Jahren. Das weiß ich noch genau. Ich war so daheim, ja, und dann hatten wir irgendwann so Training und dann habe ich so von Gronkh erzählt, ja. Und dann, ja, der eine so, hey Gronkh, den habe ich jetzt auch angefangen zu gucken. Ich so, boah, Minecraft, das schickt mich richtig weg und so eine Scheiße. Und dann habe ich das dem Molly erzählt und er hat das, glaube ich, schon vor mir gekannt. Ja. Und dann haben wir so die ganze Zeit so versucht, online zu spielen, so über Hamachi und so. Ey, es war richtig geil, gell? Das Spiel, das hat mich wirklich so weggebeamt. Boah, geil, Alter. Aber jetzt ist Minecraft, gibt's viele Sachen. Mit dem ganzen Leben, ja, das machen die meisten Spiele. Im Essensding, meine ich jetzt. Guck mal, das war um die MW2-Zeit. Da haben die immer Minecraft gezockt und niemand wollte mit mir MW2 spielen, ey. Da war ich immer voll der Traurige, ey. Darf ich gerade was sagen? Ihr werdet mich jetzt hassen. COD gar nicht richtig gekannt. Darf ich gerade was sagen? Ihr werdet mich jetzt hassen, wahrscheinlich. Aber während wir hier am Aufnehmen sind, bin ich gerade nur noch gediegene Runde MW3 am Heizen, ey. Und ich werde hier als Cheater bezeichnet, so Nice X22 und so, Alter. Ich könnte kotzen, Mann. Ich hoffe, du hast den Ton leise, oder? Ja, ja, guck auf jeden Fall. Ganz laut, hört uns gar nicht zu. Ja. Nee, halt, hör. Auf jeden Fall, ja, dann Minecraft und so. Und dann sind wir übergeschwappt zu Shootern. Also ich, Tim Molly und so haben ja schon früher gespielt. Aber bei mir ist es dann erst so richtig losgegangen. Mit MW2 und dann Black Ops und dann dies. Und dann COD4 noch so angezockt und so. Ey, oh, geil. Ja, bei mir hat es ja angefangen mit COD2, also selber nicht. Mein Vater hatte das halt immer gespielt, wie ich halt noch kleiner war. Und dann anfangs. Guck, mein Sohn, hier, ja, so schießt man nein, 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 nein. Anfangs durfte ich nicht mitspielen, dann, also durfte ich nicht selber spielen. Da durfte ich hin und wieder mal gucken, aber auch nur, wenn meine Mutter nicht da ist. Guck mal. Das war immer ganz gechillt, da habe ich mich immer sau gefreut. Ja, ich darf wieder gucken. Papa, Vater, willst du nicht nochmal ein bisschen was spielen? Reiß mal. Geht es nicht, ich muss auf die Arbeit, bla bla bla. Und dann irgendwann war ich mal alt genug, dann durfte ich mal alleine spielen, aber auch wiederum so, dass meine Mutter nicht sieht. Und dann irgendwann durfte ich dann auch ganz alleine spielen und dann gab's dann halt auch schon so COD4 und so ein Kram. Ja, genau, mit dem Spielen, ey, bei meiner Mutter, das war auch schlimm. Gell, sobald ich dann hier so einen Shooter
Was, du kannst doch, warum spielst du das denn? Du kannst doch da keine Leute erschießen. So, Mama, chill doch mal, ey. Nee, dann so, immer. Ja. Ab wie vielen Jahren ist das Spiel? Ab 12. Ab 12 und ich balle jeden voll die Köpfe weg. Ja. Mir wird jetzt immer so in den Topf geschmissen. Bla bla, Amokläufer, bla bla. So eine Scheiße, ey. Ja, das ja. Ist, ja. Ihr wisst und dabei ist es ja so, wir gehen jetzt alle, also wir gehen alle auf gute Schulen, sage ich jetzt mal, und haben auch alle was im Köpfchen, also ist jetzt nicht so, dass irgendwie Amokläufer was hoch, was Hauptschule, so. Alter, was? Hä? Wir haben ein anständiges Leben. Daumen ja. Hoch. Aber, Daumen hoch ja. Für das. Aber jetzt PC, spielt jetzt nicht mehr so viele, es geht also auf Konsolen über. Was ich ziemlich scheiße finde, weil ich Max spielt irgendwie am PC am allerliebsten. Ja. Da hat man so die Maus und die Tastatur. Da kann man eigentlich alles machen, weil ich... Ja, genau, so parallel zum PC, das hattet ihr jetzt, glaube ich, nicht so. Also ich habe ja, ich hatte eine PS1. Oder doch? Doch, schau, eine so. PS1, ich hatte PS2, auch PS2, PS3. Ja, ja. Also, hat einer von euch eine PS3? Nee, ja. Ja, mein Bruder. Nee. Also ach so. Bruder, ja, ich hab ja eine PS3. Hat sie gekauft, der zockt gar nicht. Hallo, also, Jungs, falls ihr mal mit mir zocken wollt, schreibt mir einfach eine PN, ich zock mal mit euch. Aber ich hab leider nur MW2, also falls einer Bock drauf hat. Ich bin nicht der Überreißer, ich bin so schlecht, ey. Halbes Jahr schon nicht mehr gespielt. Soll aber hab's dir... heute wieder zurückbekommen. Ja, soll ich dir mal eine zocken. PN schreiben? Hm? Ja, kannst du mir schon anschreiben. Okay. Kannst dann zu mir kommen, darfst du ein bisschen spielen. Ja! Mutter, 5 Minuten! Mal, die gibt's gut essen, hä? Ja. Da gibt es erstmal Milchreis. Spaß, nein. Ach, Milchreis, auch, oh, der war schlecht. Der war ja so schlecht. Der war jetzt oh wirklich schlecht. Heutzutage gibt's ja. Oh, ich find so, es gibt jetzt so, sorry, geilen Games, hallo? So diese stopp, Geschichten stopp, erzählen. Bevor du weiterredest, Molly. Wer klatscht da schon wieder? Oh, ich. Es gibt ja. so Games wie zum Beispiel Heavy Rain oder sowas, die erzählen so richtige Geschichten, aber ja, auch noch für nice. Konsole. Ja, oder auch wie hier diese Wii neu aufkam, habe ich auch gedacht, oh, wie geil ist das denn, ey, muss ich mir dieses smartige Teil auch noch direkt kaufen, ey, jetzt bereue ich es einfach. Was, nur Wii? So. Ja, ich habe eine Wii, ja. Ach so. Der Junge hat alles, ey, der ist wichtig. 5 Minuten! Ja, dann habe ich da auch angefangen, hier meine Wii so zu, also habe ich mir so, ich weiß nicht mehr, ob ich es selber gemacht habe oder ob ich es machen lassen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass man halt so gebrannte Spiele auch spielen kann. Du hast es selbst gemacht. Ja, ah ja, genau, doch, doch, doch. Irgendwann mal nachts oder so habe ich mich mal reingesetzt. Nachts, boah. Und ich hatte da überhaupt keine Ahnung in diesen Einstellungen darum, ey, die haben alle gesagt, das wäre so gefährlich, da könnte so viel kaputt gehen. Ich immer, ja, weiter, weiter, weiter geklickt, ich will kostenlos spielen. Stellst du da so voll, la, wie so ein Mädchen, was mit so einem Blumenkopf auf der Wiese rumläuft und so, la, 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 ja. La, so, da stand immer, wichtige Informationen, wenn jetzt der Strom ausfällt oder so, kann es sein, dass die Wii kaputt geht. Ich so, weiter, ich will spielen. Naja. Das war gechillt. Boah, ich kann es mir gerade voll gut vorstellen. Wie dann so tanzt vor der Wii, so mit dem Spiel. Da, wo niemand da ist. Damit ziehe ich dann aus und tanze dann so. Das war mal voll lustig. Das haben wir also ich gehe jetzt mit der Lampe runter und schmeiß die Lampe die Treppe runter, da weiß ich eher. Ja. Ich schlägst voll weg, ey. Oh Mann. So ein Assi bin ich jetzt auch nicht. Ja. Aber heutzutage kann man ja auch jetzt schon so mittlerweile schon so auf dem Handy und so zocken, ey. Das ist ja auch schon richtig nice. Oh. Ja, aber es gibt jetzt so Shooter-Dings, ey, die Steuerung, die ist ja so verkackt bei den Shooter. Ja, das ist nicht Handy-Dings. So nice, aber ich denke, an der Stelle so in so ein paar Jahren oder so wird es auch auf dem Handy richtig nice werden. Also ja, aber das Problem ist halt, dass die Handys so klein sind und große Handys will ja niemand. Und deshalb ist der Bildschirm so groß und deshalb wird die Qualität auch nicht so gut werden. Ey, der... Ja. Sag. Nein, das ist nur so Nebensache. Sag. Nein, du. Nein, du legst auf. Ich muss nur sagen, dass der Android Market seinen Namen geändert hat, ne? Echt? Hast du auch schon gesehen? Nein. Ja, irgendwie, warte. Wo ist es denn, Alter? Echt? Was laberst du? Ja. Ich hab hier mein Handy und da steht Android. Play Store. Boah, Molly, wo ist der Bus? Bus? Wo ist mit den Leuten, die es interessiert? 5 Minuten! Der Bus mit den Leuten, die es interessiert, Mutter, ich bin Molly. Fame. So ein Scheiß interessiert doch keinen. Ich mach mich grad Fame! Gott. Das gibt's nicht.
Der Molly ist Fame. So geht's auch, ja. Ja, so. Echt? So. Das ist schon zum zweiten Mal, ey. Wo wir ja, aufnehmen Molly, und dann. Der Molly hat gut gekocht. Ja, gut gekocht, ey. Alter. Ja, aber was soll man sagen? Muss ja. Ne? Wir müssen sagen, wir sind ja keine Stadtkinder, wir sind ja Dorfkinder. Und wenn es da Essen gibt, da muss man auch hinkommen mit der Familie ran, essen. Ja. Da gibt's gutes Essen. Ja. Ja. Bei uns, da kannst du nicht hier. Bekommen wir ja nichts, ne? Zwischendurch. Nee, da gibt's nur an den Hauptessenstermin. Da gibt's nicht, du gehst mal runter und sagst, oder koch mir mal was. Oder ich geh mal vor die Haustür zu Maggis. Nee, das gibt's nicht. Da kriegst du aber den Beppo in die Fratz. Ja. Tja. Also sowas, ey. Oder wenn ich dann höre so, ja, war gerade mal gechillt bei Maggis um die Ecke. Haha. Ha. Maggis um die Ecke, müssen wir erstmal eine Viertelstunde mit dem Bus fahren, dann eine halbe Stunde laufen, Alter. Ja, ja, so ist es doch nun mal. Ja, so ist es. Sie lachen. Aber wir sind voll vom Thema abgedriftet. Ja, unser Thema war Spiele, gell? Auf dem Handy, glaube ich. Ja, ja. Das kann ja, auch sein. Spiele, ja, egal, ja. Ich denke, jetzt hattet ihr auch so einen kleinen Einblick so in unsere Spiele. Geschichte? Ja, was wir so gezockt haben. Ja, also von allem war eigentlich was dabei, von FIFA bis COD bis Counter-Strike bis Battlefield, Halo. Battlefield, oh. Du Spast. Sorry. Hallo, sowas will ich hier nicht tun. Was habt ihr denn gezockt? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Genau, schreibt in die Kommentare und bitte aber das Bewerten nicht vergessen. Warte, Herr Tutorial. Kommentieren, abonnieren, favorisieren. Ja, aber ne, man muss die nicht alten Games meinen wir jetzt auch so. Ja, genau, also jetzt nicht, wenn ihr schreibt. MW3. Okay, aber ja. Standardantwort. Okay, ich denke, an der Stelle verabschieden wir uns. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Haut rein, Leute. Leute, Moment. User joined your channel. Schnappt sie euch alle. Haut rein. Tschüssi.